Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Annika. Für heute habe ich ein ballettinspiriertes Workout vorbereitet, mit dem du deine Waden und deine Fußmuskulatur stärken, mobilisieren und dehnen kannst. Schnapp dir etwas, an dem du dich halten kannst, wie eine Wand oder eine Stuhllehne, zieh deine Schuhe aus und lass uns beginnen. Viel Spaß! Stell dich aufrecht hin. Dein Bauchnabel zieht sanft Richtung Wirbelsäule und deine Fußspitzen sind nach vorne ausgerichtet. Lass jetzt immer eine Ferse langsam und kontrolliert Richtung Boden sinken und kurz bevor du am Boden ankommst, heb sie wieder nach oben und wechsel zum anderen Fuß. Halte den Spann nach vorne ausgerichtet, sodass du nicht zur Seite wegknickst. Bleibe jetzt in dieser Fußposition. Hebe beide Fersen gleichzeitig ab, beuge dort die Knie etwas, ohne dass du den Oberkörper nach vorne sinken lässt, streck die Beine wieder durch und lass die Fersen kontrolliert sinken. Lass die Fersen auch hier nur bis kurz vor den Boden sinken, bevor du sie wieder abhebst. Dreh die Fußspitzen jetzt etwas zur Seite aus, komm in eine bequeme erste Position. Hebe und senke jetzt in dieser Position die Fersen. Spann die Innenmuskulatur deiner Oberschenkel dabei an, bleib aufrecht stehen, deine Beine bleiben gestreckt und dein Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Dreh die Fußspitzen wieder nach vorne. Hebe jetzt immer abwechselnd den großen oder die vier anderen Zehen ab, während du den einen oder die vier anderen Zehen Richtung Boden drückst. Halte die Fußspitzen nach vorne ausgerichtet und komm nach oben auf deinen Ballen. Heb die Fersen so weit wie möglich vom Boden ab und pulsiere ganz leicht auf und ab. Halte deine Beine dabei gestreckt, hab das Gefühl, dein Scheitel zieht dich nach oben. Öffne die Beine in eine zweite Position, die Fußspitzen etwas zur Seite gedreht. Schiebe das Gewicht jetzt auf die Seite, wo du dich hältst und strecke den anderen Fuß dabei durch. Lass die Fersen dann wieder sinken. Mit dem Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt, heb beide Fersen ab und lass sie kontrolliert wieder sinken.
Spann die Innenmuskel deiner Oberschenkel an, halte deine Körpermitte aktiv und schiebe das Gewicht immer rüber Richtung Stange, wieder in die Mitte und heb die Fersen kontrolliert ab. Wenn du auf deine Fußspitze kommst, dann streck die Zehen möglichst lang durch, ohne dass du sie vom Boden abhebst und ohne dass du auf die Zehen drückst. Dreh die Fußspitzen wieder nach vorne aus. Hebe einen Fuß ab, lass ihn viermal kreisen, bevor du die große Zehe am Knöchel anlegst und deine Ferse einmal kontrolliert abhebst und langsam wieder sinken lässt. Bleib ganz aufrecht stehen und drück dich ohne Schwung nach oben auf den Ballen. Streck den gleichen Fuß jetzt nach vorne aus. Flexe den Fuß und krall die Zehen so fest wie möglich. Strecke dann den Fuß und lass die Zehen so lang wie möglich, ohne dass du sie jetzt krallst. Setz den Fuß jetzt nach hinten in einen Ausfallschritt und drück die Ferse Richtung Boden. Drück dich auf deinem vorderen Fuß nach oben auf den Ballen, zieh deinen hinteren Fuß dabei nach vorne in ein Passé und leg deine große Zehe an der Innenseite von deinem Knie an. Jedes Mal, wenn du den Fuß nach hinten in den Ausfallschritt setzt, drück deine Ferse Richtung Boden und dehne deine Wade dabei. Schau, dass deine Knie nach vorne ausgerichtet sind und dein Oberkörper aufrecht bleibt. Jetzt wechseln wir zur anderen Seite und wiederholen die letzten Übungen mit dem anderen Bein. Öffne die Beine in eine bequeme zweite Position. Die Beine sind gestreckt.
Komm in eine zweite Position, die Fußspitzen etwas zur Seite gedreht. Komm nach oben auf den Ballen, heb die Fersen so weit wie möglich ab, streck deine Beine möglichst lang und dreh deinen Oberschenkel aktiv im Hüftgelenk zur Seite aus. Halte deine Körpermitte aktiviert, deine Schulterblätter sinken nach unten und dein Scheitel zieht dich nach oben. Wenn du möchtest, dann löse deine Hände von deiner Stange. Atme ruhig weiter und halte hier. Sehr gut, wir kommen zu einem kurzen Stretch. Richte die Füße parallel aus und setz eine Ferse nach vorne ab. Jetzt beuge dein hinteres Bein, beide Knie bleiben nach vorne ausgerichtet und neige den Oberkörper nach vorne zu deiner Fußspitze. Schau, dass beide Beckenknochen auf einer Linie sind und schieb die Sitzbeinknochen nach hinten. Und dann wechsel zur anderen Seite. Zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und zieh deine geflexte Fußspitze zu dir heran. Wechsel noch einmal die Seite. Wechsel noch ein letztes Mal die Seite. Komm in einen hüftbreiten Stand, die Fußspitzen nach vorne ausgerichtet. Lass den Oberkörper langsam nach unten sinken. Entspanne die Schultern. Und beuge und strecke immer abwechselnd die Beine. Schau, dass beide Knie dabei nach vorne ausgerichtet sind. Setz dich jetzt auf deine Fersen, lass den Fuß ballen am Boden. Lass die Knie langsam Richtung Boden sinken und heb sie dann wieder ab. Dehne deine Zehen, deine Füße, deine Achillessehne. Dann sind wir hier am Ende angelangt. Wenn du noch Zeit und Lust hast, dann schenk deinen Füßen noch eine kleine Massage. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Tschüss.